Hello there guys, this is Kirob speaking und heute machen wir mal wieder ein Tutorial-Szenario und zwar das dritte. Ich bin Pölix und ich würde sagen, heute geht's ums Saufen, oder? Ja, oder auch nicht, denn es heißt ja fahren, nicht saufen. Und zwar also, ist es das dritte Tutorial. Ja, richtig. Und darin geht es ums Spritsparen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, Sprit zu sparen. Erstmal würde ich sagen, wir testen mal den Motor, wie er ist. Denn das ist mal wieder ein funktionierender Motor, den wir vor uns haben. Und der nicht um 1000 Teile zerspringt. Ja, diesmal ausnahmsweise hält er. Und das ist doch schon mal super. Wir sehen in den technischen Spezifikationen, dass wir eine gewisse Leistung produzieren sollen. Wir sollen einen gewissen Verbrauch unterbieten. Und wir sollen unter einer bestimmten Emissionsgrenze bleiben. Und das alles mit Super Bleifrei 95. Irgendwie haben wir das alles nicht erfüllt. Ja, außer die Leistung. Außer Leistung, das ist doch schon mal was. Also der Verbrauch ist nicht für die Jahre 2000. Der Verbrauch ist eher so nom 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 nom. Okay, geh mal von Anfang an, würde ich sagen. Ne? Fangen wir beim Motorblock an. Da haben wir ja nun nicht so schrecklich viel Auswahl. Da kann man sich denken, so, ey, Scheiße, Alter, was haben Kolben mit Verbrauch zu tun? Und dann sagt der Pölix, das hat viel zu tun. Das ist alles eine Sache des Guss. Ja, und zwar da haben wir einen leichten Laufguss. dieser Leichtlaufguss ist einfach so konstruiert, dass das der Kolben weniger Reibung im Zylinder verursacht. Und damit natürlich den ganzen Motor effizienter macht. Und das wird im Endeffekt auch Sprit sparen. Deswegen diese Alternative zum Spritsparen hört sich gut an. Machen wir. Genau. So, jetzt gehen wir zum nächsten. Ja, was haben wir denn da? Zylinderkopf. Kompression, da ist es ja eigentlich so, das wollen wir immer ganz zum Schluss verändern, wenn überhaupt. Aber Nockenwellenprofil. Ja, sag mal, was macht das? Das ist ja diese Variable, die uns mehr Leistung macht, aber auch mehr Verbrauch. Ja, auf was steht die denn gerade? Gerade auf eher auf schon sportlichen Motor. Nicht wie viel verbrauchen Sportmotoren? Eher viel. Eher viel. Also, runter damit. Und zwar mach mal auf 40 oder so. Ja, 40. 40? Ja, das müsste doch hinhauen. Klingt okay. Eher in Richtung sparsam. Das wäre dann... Ja, aber das ist schon zu extrem hier. Also... So, Kraftstoffanlage. Ja, jetzt haben wir hier so einen richtig schönen uralt Vergaser draufgesetzt. Und die sind nicht gerade bekannt dafür, dass sie super effizient sind. Und sind auch nicht gerade so 2000. Nee, so ein UFO auf dem Motor zu sitzen zu haben oder so ein halbes Raumschiff Enterprise hört sich zwar toll an, aber ne. Aber viel Power bringt so ein Enterprise auf dem Motor dann doch nicht. Nee, genau. Was haben wir denn für Alternativen? Moderne Alternativen. Modern hat man die Kraftstoffeinspritzung, die elektronischen hier. Genau. Die Mehrpunkteinspritzung. Mehrpunkteinspritzung und dann haben wir hier eine sehr schöne Alternative. Wir gucken mal wieder. Oh, müssen wir Geld sparen? Nein, wir müssen nur Sprit sparen. Also, hau einfach das Teuerste drauf und das ist zum Beispiel Drossel pro Zylinder. Das ist der, wo mit dem meisten Luftdurchsatz hat und die höchste Schadstoffreduzierung, was wir auch brauchen. Richtig. Also, dann sehen wir auch noch Benzin. Au, da müssen wir noch was ändern. Und wir kriegen ein Upgrade. Ausnahmsweise mal ein Upgrade anstatt ein Downgrade. Oh ja. Das nehmen wir doch gerne. Und zwar 95 Oktan Sprit hat dieses normal bleifreie Zeug, was ich gerade abgewählt habe. Wollen wir kriegen. Super Bleifrei 95, ja. Genau, okay. Ich habe ja das normal abgewählt. So, jetzt sehen wir, Benzingemisch steht auf 87. Das ist eine sehr fette Mischung. Wir wollen aber eher mager laufen und wirklich jedes Quäntchen Energie aus dem Tröpfchen Benzin rausholen. Also mal mager. Ganz mager oder so. Ja, machen wir ganz mager. Einfach volle Pulle rein. So, jetzt haben wir hier noch was Interessantes. Das kann man nur machen, wenn man genügend Oktan hat. Zündzeitpunkt. Bestimmt, wann im Zyklus des Motors die Zündung einsetzt. Wenn man alle Energie oder das meiste an Energie rauskriegen will, dann muss man sogar noch ein bisschen zünden, bevor der Zylinder, bevor der Kolben überhaupt erst oben angekommen ist. Schon davor muss man die Explosion in Gang setzen, damit wirklich das Maximum an Druck erzeugt werden kann und das Maximum an Energie extrahiert werden kann aus der Mischung. Also eine Zündung kurz vor dem oberen Todpunkt. Richtig. Für die Technik-Fanatiker hier. Und deswegen machen wir den einfach mal auf früh. Ja. So, den Rest lassen wir erstmal gleich.
Und dann gehen wir mal zum Auspuff, würde ich sagen. Zum Auspuff gibt's nicht viel. Haben wir gar nichts. Oh, haben wir gar nichts. Aufladen okay, könnten wir auch, aber auch. Aufladen auch nichts. Oh, nee. Okay, dann lass mal laufen. Oh, der fängt auch schon fett viel höher an. Wesentlich höher an wie vorher. Das ist hauptsächlich wegen dem Nockenwellenprofil, was wir umgestellt haben. Genau. Mal sehen, wie viel Leistung er dann wirklich bringt. Jetzt fällt es schon ab. Das könnte sehr knapp werden. Und das ist es auch. Oh, der stirbt da ja wirklich dazu. Er ist zu knapp, aber er klopft auch, der Gute. Er klopft. Ja, genau, er klopft auch. Dann machen wir doch mal die Kompression noch ein kleines bisschen niedriger. Und das Nockenwellenprofil ein bisschen höher. Durch die Kompressionssenkung erreichen wir, dass wir zwar ein bisschen schlechtere Werte für Emissionen und Verbrauch kriegen, weil wir nicht, oder nee, für Emissionen kriegen wir bessere Werte. Aber für den Verbrauch schlechter. Schlechtere Werte, weil wir weniger Energie extrahieren. Und Nockenwellenprofil probieren wir auf 45? 45. Ja, ein bisschen höher, damit wir halt nicht diese stark abfallende Kurve bekommen, sondern hier ein bisschen länger die Steigung erhalten. Okay. Und dann testen wir. Also fängt schon noch höher an. Ich wette, wir haben das Klopfen wegbekommen. So wie das aussieht. So wie das aussieht, haben wir kein Klopfen mehr. Und er fällt nicht ganz so schnell. Bleibt da eher konstant. Und da sind wir schon über der Leistung. Na, das. Ja, das sieht doch mal gut aus hier. Ja, und geschafft. Und perfekt. Ein richtig guter Motor. Und das ist es auch schon. Yo, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.